Hallo, wir erleben seit letzter Woche wieder ein Musterbeispiel für die Arbeit der Großen Koalition. Da kündigt der bayerische CSU-Vorsitzende Seehofer eine Bundesratsinitiative für den reduzierten Mehrwertsteuersatz in Hotel und Gastronomie an. Heute erklärt die CSU, dass dies erst nach der Bundestagswahl gemacht werden könne. Und Seehofer schiebt die Schuld der SPD zu, wohl auch zu Recht, weil die SPD dies nicht wolle. Allerdings wusste Seehofer auch schon letzte Woche, dass die Union in einer großen Koalition mit der SPD ist. Es wird endlich Zeit, dass sich die Union wenigstens mal in einer einzigen Frage gegen die SPD durchsetzt und sich nicht ständig von der SPD über den Tisch ziehen lässt. Hotel und Gastronomie brauchen den reduzierten Mehrwertsteuersatz, denn alle um uns herum haben diesen bereits eingeführt. In der Hotellerie, alle außer Dänemark. In der Gastronomie werden die, die es bisher nicht getan haben, dies jetzt tun. Und eine ganz einfache Rechnung. Wenn Sie eine Woche Urlaub machen in Deutschland oder in Frankreich für 1.000 Euro, dann bezahlen Sie in Deutschland darauf 19% Mehrwertsteuer, also 190 Euro. Und in Frankreich bezahlen Sie 5,5% Mehrwertsteuer, also 55 Euro. Dies kann doch nicht sein. Und deshalb setzt sich die FDP massiv für die Einführung reduzierter Mehrwertsteuersätze für Hotellerie und Gastronomie durch. Dies ist seit der Sitzung des ECOFIN-Rates in der letzten Woche auch möglich. Und deshalb werden wir darauf bestehen, dass die anderen Parteien jetzt klare Zeichen setzen. Die SPD lehnt es ab. Die SPD interessiert es offenbar nicht, ob Arbeitsplätze entstehen oder gar auf der anderen Seite Arbeitsplätze vernichtet werden. Von der Union wollen wir ein klares Bekenntnis, spätestens in ihrem Wahlprogramm. Aber eigentlich können wir nicht bis nach der Bundestagswahl warten. Eigentlich müssen wir dies jetzt einführen. Ich befürchte aber, die Große Koalition hat dazu nicht die Kraft. Und es wird klar, ohne eine starke FDP in der Regierung wird es solche vernünftigen Schritte in der Politik nicht geben, und deshalb brauchen wir die FDP wieder in der Regierung, aber eine starke FDP. Setzen Sie sich dafür ein, helfen Sie uns, ich wünsche Ihnen alles Gute.